Der rennt unter mir her. Was eine Area hier. Ich werd so wild. Waschbär auch noch. Zu viele Tiere, zu viele Tiere. Und da sind wir wieder am Mrs. Hippie Alden. Ab geht es mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Sollen wir heute mal mit dem Bogen schießen, Alden? Ich fühle mich heute irgendwie nach Bogenschießen. Ich rüste mich mal aus. Und damit sind wir noch komplett ausgestattet. Da vorne callt es auch schon. Und es ruft hier an allen Ecken und Kanten. Wir packen uns erstmal unser Equipment zusammen. Alter, ich habe nichts anderes dabei, außer den Bogen. Ausreichend Munition. Munitionsarten von, ja, erster Pfeil 1 bis 2 von der Klasse. Dann geht's weiter, hier ist er, 2 bis 7. Also vom Fuchs bis hin, ja, bis zum Bären theoretisch. Und dann haben wir hier die ganz dicken vom Bären bis hin zum Büffel. Die brauchen wir wahrscheinlich am wenigsten. Am häufigsten werden wir höchstwahrscheinlich den hier brauchen. 85 Schuss sind dabei. Das passt. Nehmen wir schon mal mit. So, ein Visier haben wir auch noch für unseren Bogen. Da gucken wir dann gleich nochmal rein. Das ist dieses mit Entfernungsmesser. Mega wichtiges Visier. Wenn man Bock hat auf Bogenschießen, damit geht das richtig gut. Und dann habe ich jede Menge Lockmittel dabei. Wahnsinnig viele Lockmittel. Und da muss ich auch gleich erstmal gucken, welche ich als erstes verwende. Ich habe zusätzlich noch dabei zweimal Duftstoffe. Einmal für Weißwedel und einmal für Wildschwein, beziehungsweise für diese Schweinearten. Da haben wir ja jeweils auch hier, also die Weißwedel, die haben wir, glaube ich, können wir, glaube ich, dreimal hier locken. Weißwedel mit dem Grunzer hier, mit der Tröte und, was war das noch? Habe ich das schon drin? Hier ist es auch nochmal. Die Blöke. Blöck. Also wir haben drei Möglichkeiten auf Weißwedel, sogar vier Möglichkeiten sogar mit dem Duftstoff. Wenn wir nicht heute ein paar Weißwedel schießen, weiß ich aber auch nicht. Wildschweine hätte ich viel lieber und im Idealfall vielleicht sogar noch mit dem Bogen einen Alligator. Ich mache mich mal auf die Socken, wir gehen mal straight up dem Wind entgegen. Und bevor ich losgehe, scanne ich hier gerade nochmal eben das Gewässer ab und was sehe ich da hinten liegen? Legendär! Legendärer Alligator auf knapp 300 Meter. Alter Falter, den sollte ich einfach schießen, oder? Den sollte ich einfach schießen, Klasse 6. Ich schnapp mir eben ein Gewehr und schieß mir den legendären Alligator. Komm, Alter, ist doch fair, oder? Gewehr, Munition, Visier natürlich auch noch drauf. Auf 300 Meter eingestellt. Und jetzt ist er schon wieder weg, oder was? Wenn das... Alter, wenn er jetzt schon wieder weg ist, ne? Ich werd so weich. Der ist mir letzte... Da ist er. Da ist er. 200... Ja. 290 Meter, würde ich sagen. Ich muss kaum... Ich muss kaum drüber oder drunter aimen. Der liegt da jetzt so. Wo muss ich hin? Wo muss ich hinschießen? Ich würde sagen, hier in dem Bereich. Und nicht getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Und er ist erledigt. Ich bin gespannt. Ich bin übelst gespannt. Wir haben also ein Ziel. Gar nicht so schlecht. Also alles andere hier weg damit. Wir brauchen natürlich nicht mehr Düt und Dat. Wir bleiben hier bei unserem... Hoppala, warum ist sie jetzt überladen? Achso.
Wir bleiben jetzt natürlich hier bei dem Bogen. So. Und damit machen wir uns jetzt auf die Socken. Wir wissen ja jetzt wohin, ne? Und gucken mal, was wir da auf dem Weg dorthin noch alles sehen. Das ist 7 Biss. Damit sind die Alligatoren raus. Ich bleib weiter auf dem Visier und so weiter. Ja, Attacke Vollgas. Wow. Warnruf close direkt vor mir. Alligator hier. Oh, 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 oh. Wir haben natürlich keine Möglichkeit. Wir haben natürlich keine Möglichkeit hier zu callen oder sowas. Wir können ja auch nicht da einen halben Hahn hinschmeißen, dass wir den da irgendwie ein bisschen anlocken oder beruhigen. Da, 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 da. Da war er zu sehen. Es kann natürlich sein, dass er jetzt gerade einfach abhaut. Da rechnet ja auch keiner mit. Ich laufe hier einfach am Ufer entlang, Alter. Also jetzt nicht laut oder so, sondern ganz normal marschiert. Ich vermute, dass er abgehauen ist. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Okay, wahrscheinlich ist er doch nicht abgehauen. Hier vorne im Gestrüpp. Hier ist er. Da ist er. Jetzt haut er ab. Geht weiter ins Innere. Da liegt er. Jetzt haut er ab. Ich kriege ihn nicht markiert. Was macht er da für ein Spüks? Alter. Alter, da kriegt man aber schon ein bisschen Schiss. Wenn man nur so einen ollen Bogen dabei hat, allen. Ja, im DLC-Video hatte ich es ja schon vorgestellt. Diese Boote hier, da haben wir es und da nutzen wir es jetzt auch mal direkt. Zack. Und wir landen, jawohl, drüben. Da ist das eine, hier ist das andere. Und jetzt sind wir hier drüben auf der Insel und können straight up genau in die Richtung hier. Perfekt. Das heißt, jetzt geht's wieder zurück. Ja, das ist natürlich krass. Ich hatte gerade noch ein Bedürfnisgebiet. Alligator auch relativ weit hinten auf der Wiese noch gesehen. Also die gehen ja dann doch schon ein ganzes Stückchen auch rein hier. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile so ein bisschen entspannter geworden sind. Von der Verschrecktheit oder von der Empfindlichkeit. Die waren ja anfangs extrem empfindlich. Das ist praktisch. Da mache ich mir jetzt gar keine Gedanken. Das ist praktisch. Das sind Schweine hier auf der Insel. Ich meine, wo sollen sie denn hin, die Schweine, ne? Naja gut, die könnten bis nachher hinten wegfliehen. Aber das ist doch praktisch. Da werde ich gleich mal gucken. Im Moment läuft, ist der Wind hier gar nicht gut. Ich laufe einfach mal weiter. Ja, mit den Alligatoren. Alter, ein Waschbär auch, ey. Mit den Alligatoren. Sind die immer noch so schreckhaft oder nicht? Das ist die große Frage. Und ich denke, wir werden es gleich sehen, ne? Ist der da vorne? Ich glaube, das ist der da vorne. Ja, da vorne wabert schon was im Wasser. Da schwimmt er schon. Die, gerade wenn die im Wasser liegen, versuchen die auf einen zuzuschwimmen, sozusagen. Mehr in der Richtung. Also die toten Tiere, die im Wasser geschossen werden, treiben ja einem dann entgegen. So. Ich bin übelst gespannt, ey. 9 legendär
Ich musste auf jeden Fall mit dem Gewehr. Geht ja nicht, Alter. Mit dem Bogen, ey. Ich hatte das ja vor Monaten, als die Map neu war, hatte ich das ja schon probiert. Schön mit dem Bogen auf dem Alligator hatte ich ja schon einen Tag die Challenge gemacht. Ist nicht so einfach. Und da fällt einem eben auch auf, wie extrem schreckhaft die sind. Und selbst wenn man irgendwo in der Nähe an einem Gewässer vorbeiläuft, dann callt es aus dem Wasser raus, dass die dann irgendwie verschreckt. Ist halt übertrieben, ne? Weißt du, als ob da einer, als ob die das merken, wenn du da, keine Ahnung, 50 Meter, 100 Meter an einem Gewässer vorbeiläufst. Und dann kommt der, und die liegen im Wasser drin. Und dann kommt der Warnruf oder was. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du da Erfahrung mit, zuletzt hier in den letzten Wochen. Mit Mississippi und den Alligatoren gemacht. Sind die noch so schreckhaft nach dem Patch? Schritte close. Wilde Rumrennerei. Und auch Rumgefauche. Und da schwimmt einer weg. Ja. Und da ist einer weg. Ja. Da haben wir doch die Situation. Hier liegt er rum. Alligator. Diamond Alligator. Yes. Alter. Und guck's dir an. Den Halswirbel direkt durch. Ui. 506er Wertung. 506,2. Jetzt du. 506,2 gilt es zu schlagen. Abgefahren, Alter. Erster Diamond Alligator. Den müssen wir natürlich noch festhalten für die Ewigkeit. Katschigen. Abgefahren. Das kommt dann gleich erstmal in die Trophy-Halle auf dem Discord. Übrigens Link zum Discord unterm Video. Und den stopfen wir uns natürlich aus. Denn ich stopfe nur Diamonds aus. Ach, ist das geil, ey. Ja, aber natürlich auch gut getroffen. Zack, in den Hals. Und damit war dann auch der Drops gelutscht, ne? Perfekt, ey. Geil, schönes Ding. Freut mich. Ausstopfen. Mitgenommen. Ha! So. Alter. Jetzt sind wir ja hier gerade auf dieser Insel. Ne? Wenn wir nach da laufen, laufen wir einigermaßen mit dem Wind. Das ist schlecht. Wir könnten hier so eine Kurve laufen. Und dann mal gucken, was auf der Insel noch so ist. Aber wie gesagt, wir laufen schon einigermaßen mit dem Wind. Ich mache meinen Geruchsneutralisierer erstmal drauf. So. Und dann gehen wir hier gleich mal auf die Schweine. Die würden mich interessieren. Das wäre eigentlich ganz geil. Mit dem Bogen auf Schweine. Das wäre echt nice, ey. Hier ist bestimmt noch so ein Ruheplatz von den Alligatoren. Genau, überall die Spuren auch zu... Warnruf Waschbär, auch nicht schlecht. Waschbär Stufe 2. Siehst du, Alligator. Alter, den legendären Alligator endlich, ey. Bam. Bedürfnisgebiet Florida Waldkaninchen. Da hinten rennen sie schon rum. Florida Waldkaninchen würden wir auch noch kriegen hier. Wäre auch eine Möglichkeit, ne?
würde ich auch noch nehmen. Warnruf Waschbär. Ich gehe gerade mal auf die andere Munition. Also mal ernsthaft, ne? Wer hat sich das denn einfallen lassen hier, liebe Entwickler, dass man hier ständig, wenn man Escape drückt, erstmal auf irgendein so ein blödes Infofältchen kommt? Was soll denn das? Man drückt M und kriegt eine Information über ein Tier oder was? Man drückt Escape, man landet hier irgendwo, hier in dem Codex? Alter, wer will denn sowas? Wer kommt denn auf so eine Idee? Mission, nee, hier, Munition 1 und 2. So. Und dann gehen wir mal langsam ein bisschen näher ran. Kaninchen und Waschbär. Schwimmt da was? Schwimmt da was? Da schwimmt doch was. Da schwimmt doch was. Hä? Ich sehe da doch was im Wasser. Schritte close. Rechts neben mir. Schritte. Hoffentlich kein Alligator, Alter. Mit dem Einser-Pfeil kommt das nicht so geil. Was ein Rhyme, Alter. Ich glaube, es sind die Hasen. Alter, hier landen Wachteln. Hier landen Wachteln. Hier landen Wachteln direkt vor mir. Wachteln, Alter. Ich werd ja weich. Die mit dem Bogen wäre ja übelst tricky. Die siehst du aber einfach nicht in dem Gras, ey. Wie willst du denn sowas Lüttes sehen? Da hinten rennt ein Waschbär rum, Alter. Da hinten rennt einfach ein Waschbär. Sehe ich da gerade durch die auf die Range? Rennt er da durch das Wasser oder was? Rennen die Tiere einfach durchs Wasser? Nächster Alligator. 90 Meter. Könnten wir nochmal versuchen, oder? 95 Meter, Alligator 6, Klasse 6. Komm, wir probieren es mit dem Bogen jetzt. Wieder Wachtel. Und jetzt gehen die da runter. Okay, erst Alligator. Noch eine Wachtel. Alter, ist das wild hier auf der Insel. Und jetzt hat er sich verdrückt. Warum auch immer. Jetzt ist er weg. Ich habe mich ja gerade schon gewundert, warum ich so schwer war. Nur mit einem Bogen ausgerüstet und den ganzen Lockstoffen. Ja, jetzt ist mir gerade eingefallen, Alden. Du hast doch noch den transportablen Hochsitz dabei, Alter. So. Jetzt sitzt da der Einsiedler. Auf seinem Aussichtsturm. Einigermaßen gut getarnt. So gut getarnt war ich hier unten am Baum auch gerade. Und der Vorteil: absolute Übersichtlichkeit. Und wir können schon schön von oben ins Gras reingucken. Und guck mal da hinten.
Da sind doch schon Hasen. Da hoppelt doch schon irgendwo was. Das ist natürlich top. Und wir hatten noch den Waschbären. Und wenn mich nicht alles getäuscht hat, habe ich vorhin noch, gerade noch irgendwo hier hinten, Wildschweine gesehen. Heißt also, ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen chillen. Da. 90 Meter, Stufe 5. 100 Meter quasi. Aber es ist halt nicht zu sehen. Also ich kann theoretisch bis... Aber ich sehe halt nichts. Also was bringt... Hier unten! Da rennt ein Hase rum oder sowas. Da ist er. Ja, ja, ich sehe dich schon. Alter. Es gibt einfach immer Situationen... Oh, der kommt näher. Oh, da ist noch ein Hase. Die rennen hier echt alle durchs Gemüse, durch das Wasser. 30 Meter. Willst du mich verkohlen? Der rennt unter mir her. Bleib doch stehen, Alter. Bleib doch stehen. Warte, ich krieg den noch vielleicht gecallt. Da hinten Schweine, da hinten Schweine, da hinten Schweine. Ich werd wild. Was eine Area hier. Ich werd so wild. Waschbär auch noch. Zu viele Tiere, zu viele Tiere. Falsche Bunny. Zu viele Tiere. Wo ist das Schwein jetzt? Einfach zu viele Tiere. Hasen, Fuchs, Waschbär, Wachtel, Alligatoren, Schweine. Ach klar. Jetzt rennt die Sau natürlich genau in meinen Mief, ey. Schockgüsel, Alter. Jetzt noch der Fuchs. Ich wollte doch sagen, da habe ich doch vorhin schon gesehen. Guck mal hier, Waschbär. Ich beherrsche alle Tonarten. Den Waschbär. Das sterbende Kaninchen. Das Schwein. Was geht ab? Was geht ab? Was geht denn ab? Ich werd weich, Alter. Alter, was ein geiles Szenario auch, ne? Hier mit dem Regen und der Sonne und so. Alter, dunstig, diesig. Krasse Area, ey. Alter, ohne Scheiß, ne? Mit diesem Hochsitz und dem Bogen. Ich glaube, das werde ich noch ein paar Mal machen. Das ist ja mega geil, ey. So, jetzt noch ein Waschbär anloggen.
Eieiei, Warnruf Waschbär, 11 Kilometer entfernt. Wie bist du drauf, ey? Da ist er, der Alligator. Da hat er sich dann doch mal niedergelassen. Das war der von vorhin, Stufe 6. 140 Meter, können wir vielleicht gleich noch... Oh, da ist noch ein Schwein. Einigermaßen im Mief. Einigermaßen im Mief, das heißt, ich mache jetzt auch mal hier den Schweineduftstoff. Wildschwein. Keine Ahnung, ob da was geht. Da hinten haben wir auch noch einen. Da haben wir noch einen. ...150 Meter. Ja, auch hier wieder die Situation, ne? Mit einem normalen Gewehr, easy peasy, könnte man schon wieder zweimal schießen. Aber auch das macht es natürlich auf Dauer dann irgendwann ein bisschen langweilig, ne? Wenn man alles mit dem Gewehr halt erledigen kann. Oh, 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 da, 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 da. Dann ist es halt irgendwann auch... ...nicht mehr so ganz interessant. Da ist er, der Waschbär. Ich habe die falsche Muni drin, ne? Und da callen die Wachteln, Alter. 20 Meter ungefähr. Da. Und ich habe ihn. Oh, jetzt liegt er erst. Ich darf sie gleich alle hier nicht vergessen. Schwein, Fuchs, Waschbär. Hase wird noch fehlen. Oder halt gerne noch ein paar Schweine, ey. Duftstoffe sind raus. Gecallt habe ich auch schon ordentlich. Da hinten. Da hinten. Aber die rennen quasi, wenn die so weiterlaufen, genau wieder in meinen Mief rein. Das heißt, es könnte sein, dass ich die dadurch auch direkt wieder verschrecke. Da ist nochmal ein Alligator. Das ist bestimmt der Level 6. Ja, der lag vorher hier. Jetzt rennt er ein bisschen rum. Auch interessant, wie die so rumrennen. Und das war's aber auch hier. Ja, ich höre auch gerade nichts mehr. Ich glaube, ich mache mich mal auf die Socken. Und sammle doch einfach schon mal ein, oder? Da sind noch die Schweine. Nervös, ja. Ich habe auch hier rumgeschossen schon. Auch die Bogenschüsse zählen halt irgendwie als Schüsse. Okay, ich gehe mal einsammeln. Zack. Das haben wir. Dann nehmen wir das hier mit. Ei, ei, ei. Krass. So, dann haben wir noch die Wachtel hier. Ja, dankeschön. Die Virginia-Wachtel. Und hier haben wir aber auch Trophäe in der Silberwerdung. Rabams von oben. Auf 8 Meter Entfernung. Der Graufuchs. Nice. Schick gemacht. Top. Nehmen wir natürlich mit. So, was war da noch? Dann hatten wir jetzt hier eine kleine Waschbärin. Eine kleine Waschbärin. Zack, Bogenpoints, jawohl. Die Waschbärin.
Bronzewertung, auch da, zack, von der Seite gut getroffen. Lunge, alles mitgenommen. Passt. 34 Meter, fast 35 Meter mit dem Bogen mitgenommen. Und dann liegt da vorne noch das Wildschwein. Das nicht ganz so wilde. Sind die anderen Schweine noch hier in der Nähe? Zumindest gerade nicht zu sehen. Vielleicht sind die auch schon weitergelaufen. Die Schweinis. So, und da leuchtet es. Rabams. Auch nice hier. So ein schwarzer, männlicher Eber. Rabams. Oh, 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 auch mit dem Pfeil. Durch die Wirbelsäule noch in die Lunge rein. Silberwertung. Ja, top. Schönes Ding. Auf 42 Meter mitgenommen. Alter, aber ich sage dir, ey. Schmeckt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, so kann man das machen. Ich meine, wo ich jetzt doch die Pistolen schon so weit gepusht habe, wäre es doch mal eine Möglichkeit, hier mit den Bogen ein bisschen weiterzumachen, oder? Ich glaube, das machen wir. Die nächsten paar Folgen schön mit dem Bogen. Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Wenn das Ganze gefallen hat, gern einen Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren, denn hier folgen noch jede Menge weitere Videos zu The Hunter Call of the Wild. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.